Was geht ab, Leute? Wir befinden uns live und direkt gerade in Venice Beach. Wir gucken uns ein paar Dispensaries an. Ich kaufe ein paar nice Sachen. Und hier ist immer was los. Nochmal ganz anders als Santa Monica oder West Hollywood. Been at it, already had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out fair. Das ist ein sehr, sehr nicer Headshop. Das ist 1501 Main. Und hier seht ihr Blazy Susan. Liebe Grüße an Q-Rice, weil Q-Rice ist mein Family. Go find me a snow bunny. Ask if this cold world's making a nose runny. She melted. Hier in diesem Shop findet ihr echt Special Pipes und Bongs und alles, was so ein bisschen ausgefallener ist. Ich bin so ein riesen Fan von One Hitter. Wir holen uns gleich einen One Hitter, muss er bestimmt hier haben. Dann zeige ich euch, was das ist. Yeah, take it both. Oh, wait. Ja, perfekt. Eins davon verlose ich. Also, immer schön liken, reposten, ihr wisst Bescheid. In diesem Shop habt ihr die riesen Auswahl an Tapes. Habe ich selber noch nie so gesehen. Da ist Blazy Susan und Blazy Susan wird von Q-Rice produziert. Okay, der war ja wenigstens sehr redegewandt. Hey, guck mal! Ich hab endlich One-Hitter. Ich hab One-Hitter. Ich liebe One-Hitter. Und das hier hat er mir empfohlen. Keine Ahnung, hat 100.000 Euro gekostet. Aber das verlosen wir auch. Let's go. We need two empanadas. What's the best? What do we want? Beef or chicken, Ramiro? Beef. For me too. Yeah. Please. Thank you. Got the benefit of time to deliver flows. Eating creamy peanut butter, buddy. I lick the bowl. Brings my soul body into the physical. Ich habe wieder Cravings und musste mir einen Empanada holen. Hab Ramiro natürlich auch eingeholt. Beides Beef. Ich beiß jetzt da rein und guck mal, ob es echt gut ist. Weil der Typ meinte, wenn es nicht schmeckt, krieg ich mein Geld wieder. Delish. Oh, ich liebe Empanadas so sehr, Mann. Wir sind jetzt bei Mad Men und Mad Men war einer der allerersten Dispensaries, die ich je besucht habe. Deswegen habe ich da immer, weiß nicht, so Liebe für die. Es gibt natürlich noch bessere Dispensaries, ich weiß, aber das ist so der erste und ich liebe Mad Men. Guckt euch mal hier an, die haben eine kranke Auswahl an Edibles, um ehrlich zu sein. Ich habe es geschafft, wenn ich solche Edibles herstellen kann. Gut. Ich erinnere mich, glaube ich, dass die Caminos auch gut geschmeckt haben. Ich weiß gar nicht. Sollen wir kaufen? Das so, hiermit kannst du so Getränke machen. Kann man auch selber machen. Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, wie man das macht. Vielleicht mache ich mal Getränke. Ist auch, soll auch nicht so schwierig sein. We'll see, was wir so machen. Ey, komm mal hier rüber. Matcha Shortbread Cookies. It's all about choice. Aber wie viel Milligramm hat der Spaß hier? 10 Milligramm? Komm, 5 Euro, nehmen wir mit, esse ich heute. Boah, ich werde richtig high, glaube ich, jetzt die nächsten Tage. Kush Cookie. Blueberry Indica. Oh, heftig. Das ist eine richtig nice Brand, Baby Gita. Mögen wir, smoken wir. Oder nehmen wir doch Pineapple Express. Wenn das jetzt nicht so schmeckt, wie das, was ich gestern gesmoked habe, raste ich aus. Hier sind so Mini, zwei Mini-Joints drin. Mini-Pre-Rolls. Was geht ab, Leute? Ich hab's geschafft. Wir sind bei In-N-Out Burger. Wir essen jetzt zusammen einen In-N-Out Burger. Let's go. Bin gespannt. Mir wurde viel versprochen, ja? First time in and out. Mhm, it's the first time. Wenn das jetzt nicht bockt, gehe ich Tacos essen. Ja, mhm. Ah, it's delish. It's delish. Nice one. Thank you.
Tag, an dem ich wieder Tacos essen muss, weil Miro mich zwingt. Ey, aber ich freue mich. Wir waren bei In-N-Out Burger. Leute, scheiß auf In-N-Out Burger. Cheers. Oh no! Cheers. Der Tipp habe ich von Aga gelernt. Es muss immer eine Ananas auf dem Spieß, sonst ist es nicht gut. Cheers.